Er war der erste deutsche Trainer im Ausland, hat Spuren hinterlassen. In jedem Land, in denen Detmar Kramer als Fußballlehrer arbeitete. Er war unter anderem Nationaltrainer in Saudi-Arabien, arbeitete in China, Griechenland und 25 Ländern Afrikas. Die engste Beziehung jedoch entwickelte Detmar Kramer zu Japan. In den 60er Jahren war er zum ersten Mal dort. Später kehrte er mehrfach zurück. Heute wird er in Japan als Begründer des modernen Fußballs verehrt. Das asiatische Land wurde zu einer zweiten Heimat. Als Fußballtrainer wurde Detmar Kramer sehr von Sepp Herberger geprägt. Er war der Assistent des Alten, unter anderem bei der Fußball-WM 1954. Die akribische Arbeit Herbergers nach ständiger Verbesserung wurde auch zur Lebensmaxime von Detmar Kramer. Du, das kann man besser. Merk dir eins, solange besser möglich ist, ist gut nicht genug. Um die Bundesliga machte der Fußballprofessor, wie Detmar Kramer auch genannt wurde, lange Zeit einen großen Bogen. Erst 1975 wurde er Trainer bei Bayern München. Zweimal gewann er mit den Bayern den Europapokal der Landesmeister und einmal auch den Weltpokal. Offiziell ist Detmar Kramer als Trainer im Ruhestand. Sein Rat, sein Wissen über den Fußball sind jedoch bis heute gefragt.